So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Unsere München-Reise geht weiter. Im letzten Video habt ihr ja schon die Lambo-Turbos und diese Boden-Luft-Rakete, in der wir hier gerade sitzen, gesehen. René und ich haben immer noch ein Grinsen im Gesicht, weil knapp 400 PS in einem Bus ist einfach witzige Sache. Könnte man sich so glatt dran gewöhnen, ne? Macht Spaß auf jeden Fall, ja. Ich weiß zwar nicht, wie lange das so gut gehen würde, wenn wir jeden Tag so dick fahren. Der Sprit verbraucht ja enorm. Das definitiv auch, wobei das geht sogar noch einigermaßen, aber halt, wenn ihr hier ständig 200 mit dem 2-Tonnen-Biest fährst, ne, ist das jetzt schon in Ordnung. Ja, wir haben die Situation genutzt, weil ich halt unbedingt diesen Bus mal Probe fahren wollte und haben den kleinen Abstecher gemacht nach Ingolstadt. Denn der Simon von Audi Tradition meinte nämlich, ich soll mal vorbeikommen. Ich denke mal, Rufen wird auch vor Ort sein. Und dann bin ich mal gespannt, was uns da erwartet. Also wir werden auf jeden Fall uns erstmal das Forum einmal kurz angucken und dann gucken wir mal, wie viel Zeit die Jungs spontan haben, weil das Ganze war dann doch jetzt relativ spontan, als sie gesehen haben, dass wir in München sind. Und ja, ich persönlich war selber noch nie da. Schande über meinem Haupt. Eigentlich Pflichtsache als absoluter Audi-Fan, aber hat sich leider jedes Jahr auf dem Weg zum Wörthersee, denke ich mir immer, jetzt musst du hier mal anhalten. Aber immer wieder aufs Neue wird es nichts. Warst du schon mal da? Nee, noch nie. Okay. Ich denke mal, wir werden auf jeden Fall jede Menge coole alte Audis zu sehen bekommen. Und mal gucken, wie weit wir da heute einen Blick hinter die Kulissen kriegen. Aber vorher muss ich unbedingt noch einmal durchladen. So, wir sind angekommen im Audi-Museum. Als allererstes, das ist Simon. Hallo. Stell dich mal einmal kurz mit einem Satz vor, für die Leute, die dich auf meinem Channel noch nicht kennen. Mein Name ist Simon Meyer, ich arbeite in der Audi-Tradition und bin für die Clubs zuständig, Online-Communities und aber auch für den Instagram-Account von Audi-Tradition. Schon mal vorab, wir machen heute eine kleine, kurze, knappe Museumsführung hier. Weil wir planen eigentlich ein bisschen was Größeres, was wir heute allerdings nicht umsetzen können. Aber ich fand das so cool hier, dass Simon sich breitschlagen lassen hat, hier wirklich einmal kurz spontan uns eine kleine Führung zu geben. Genau. Meine letzte Führung ist ein paar Jahre her, aber die Eckpfeiler kriegen wir hin. Ja, genau. Ja. So, wir haben selber auch gerade wirklich nur so reingespäht und ich bin wirklich gespannt, was uns jetzt hier so erwartet. Erstmal vorweg, damit die Zuschauer, die jetzt noch nicht hier waren, sich ein bisschen was vorstellen können. Ist das jeden Tag geöffnet? Ja. Kostet das Eintritt? Kostet kein Eintritt? Kostet ein bisschen Eintritt, aber für Instandhaltung, Wartung und so weiter. Genau. Oh, aber jeden Tag geöffnet, oder? Aber jeden Tag geöffnet, genau. Öffnungszeiten sind unterschiedlich am Wochenende und wochentags, aber findet man online. Ist die Ausstellung immer gleich oder ändert sich das hier auch? Wir haben auf zwei Etagen eine Dauerausstellung, bleibt immer gleich oder unverändert. Und auf einer Etage eine Wechselausstellung, die ändert sich alle paar Monate. Okay, cool. Ja, ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Genau, wir sind jetzt vor dem Zweiten Weltkrieg unterwegs und es ist so die Geschichte von vier verschiedenen Automobilmarken, die sich dann später zur Auto-Union zusammenfinden, aber schauen wir uns jetzt mal an. So, also hier fängt es letztendlich an mit einem der ältesten Boch und definitiv das älteste Auto, das wir hier bei uns im Haus stehen haben, mit einem Hortonneau und das sieht man, ist relativ grundlegend Vollgummireifen, Fahrersitz auf der rechten Seite, wie der Kutscher damals, Holzboden, also so die Anfänge des Automobilbaus. Alt heißt wie alt? Alt heißt Baujahr 1903. 1903. Genau. Okay. Das sind schon ein paar Jahre, ne? Ja. Auch diese Vorgänger des Scheinwerfers ist natürlich auch eine Nummer, ne? Ja, die haben die Straße jetzt nicht so gut ausgeleuchtet. Ich wollte gerade sagen, mich würde mal interessieren, ob da überhaupt richtig Licht rauskommt. Also ob man da überhaupt schon so Lichtkegel mit gesehen hatte oder ob das wirklich mehr so Licht war zum Erkennen machen. Ja, es waren ja viele, viele Carbidlampen unterwegs und das ist also mit dem heutigen Lichtkegel überhaupt gar nicht zu vergleichen. Ne? Von daher vielleicht auch so ein bisschen mehr so die Positionsleuchten. Und sowas war dann wirklich ein dauerhaft immer Cabrio. Da gab es kein Verdeck für oder irgendwas, ne? Da saß man halt immer voll im Regen. Genau, da kann man auch nichts aufstecken oder drüber klappen, das war offen. Die Autos waren damals auch einfacher zu bauen, also weil so ein Dach geschlossen zu bekommen, dann musste man auch wieder mit Holz arbeiten und das ist ja auch wieder extremes Gewicht, das man dann mit rumfährt. Das stimmt schon, das war schon einfacher so. Solche Autos sind von euch restauriert oder kriegt ihr die so? Wir lassen die restaurieren. Lasst die restaurieren, okay. Genau. Also ihr restauriert nicht selber?
Genau, also okay. den Großteil der Restauration machen wir extern, mhm. Einfach weil wir intern die Kapazitäten nicht haben. Naja, klar. Ist ja auch wirklich, so Restauration ist ja auch wirklich wieder so ein richtiges Spezialgebiet, ne? Ja. Da muss man halt auch wirklich, gerade wenn das so an Kupfer, Messing, Holz und so weiter geht, ist das ja ganz was anderes als heutiger Karosseriebau, ne? Genau, genau. Also das waren damals wirklich auch die Kutschenbauer, die solche, mhm. die dann die Aufbauten letztendlich gemacht haben. Und von daher ist es ein ganz anderes Wissen als jetzt als mit dem Karosseriebau. Mhm. Ja, das Ding sieht auf jeden Fall gleich schon mal deutlich größer aus. Genau. Und aufwendiger. Und aufwendiger. Das ist jetzt wirklich ja mit Kasten oben drauf, ne? Mit kompletter, ich nenne es jetzt mal Karosse. Ne? Genau. Aber du siehst ja auch, wenn du von unten hinschaust, es ist ein Holzdach bei dem Auto. Stimmt, ja. Also man konnte keine so breiten Blechbahnen produzieren, deswegen Holz. Und ist auch ein paar Jahre später erst gebaut worden. Ist ein Audi Typ C, 40 PS, 4 Zylinder in Reihe. Und wie viel PS? 40. Und war in dem Fall jetzt auch ein Chauffeurwagen. Ja. Deswegen auch nochmal die Glasscheibe, die dann die Passagiere vom Fahrer abtrennt. Aber das heißt, so ein Auto konnte sich damals wirklich schon nur die Leute leisten, die halt auch richtig reich waren, sage genau. ich jetzt mal. Ne? Genau, also das hat sich August Hoch auch auf die Fahne geschrieben, dass er eben sagt, er will Luxuskarossen da auf die Straße schicken. Weiß man so ganz grob, wie so eine Auflage von so einem Auto damals war? Wie viele es da so von gab? Ja, wurden da nur ein paar Hunderte von gebaut oder schon Tausende, nur ein paar Zehn Stück oder so? Dann eher ein paar Hunderte, weil in dem Fall ist es ein Audi Typ C. Wobei, wenn du drei Audi Typ C nebeneinander stellst, die werden alle unterschiedlich ausschauen, weil bei den Aufbauten ging es meistens eben wieder an Kutschenbauer und da gab es nicht diese eine Form, wo man dann schon von großer Entfernung sagen konnte, da kommt jetzt ein Typ C auf mich zu. Aber war jetzt nicht so, dass täglich so ein Auto gebaut wurde? Nee, das war schon eine kleinere, wesentlich kleinere Fertigung. Also kein, noch weit weg vom Fließband. Ja, sieht auf jeden Fall bequem aus. Man saß halt wirklich so richtig wie auf dem Sofa zu Hause. Ist ein Sofa, es ist wie Omas Sofa, wo man schön drin versinkt. Und was wir da halt jetzt haben, ist der zweite Name, weil August Hoch hat ja einmal die Hochwecke gegründet, hat die aber dann 10 Jahre später verlassen, hat eine Firma neu gegründet und das waren dann eben die Audi-Werke. Und da hat er einfach seinen Namen, also Hoch, Höre, ins Lateinische übersetzt. Von Audire Audi und das wurde dann eben der Name für seine zweite Firma. Ah, okay. Ja, jetzt wird es noch richtig. Geschichtsstunde. Und Latein. Ja, alles auf einmal. Alles auf einmal. Ich muss gerade nur so ein bisschen schmunzeln. Eigentlich müssten wir beide, René, uns mal so Dinge hinten reinsetzen und uns mal durch die Gegend fahren lassen. Also das wäre auf jeden Fall auch mal eine witzige. Ja, vielleicht kann man sich da mal was überlegen. Da müssen wir gucken, wo wir die Kurbel oder den Schlüssel haben. Und so wie ich sehe, gab es auch Fahrräder und ich nenne es mal motorisierte Fahrräder. Genau, also da haben wir eine weitere Firma neben Hoch und Audi. Das ist jetzt in dem Fall Wanderer. Wanderer hat Fahrräder gebaut, aber eben auch Motorräder. Und bei dem Motorrad erwähnenswert ist da die Lederkette. Also das genau das habe ich gerade schon gesehen. Das muss so der Vorgänger aller Ketten sein. Das ist genau. Wirklich noch hier. Also es sind Lederelemente, die sind so zusammengenietet und leiert natürlich auch irgendwann mal ein bisschen aus. Die Lederbremse haben sie dazu gleich auch angebaut. Genau. Du hast noch keine Zahne dahinter. Ja, ich würde sagen, das ist alles wirklich, auf der Trommel. Das ist so der Vorgänger von einem Keilriemen mehr so. Ne? Genau. Und was mir gesagt wurde, wie man sich dann beholfen hat, wenn es zum Beispiel auch nass geworden ist und die Dinge haben angefangen durchzuflutschen, dann entweder ein bisschen Schotter, Sand draufschmeißen oder so Baumharz, dass es ein bisschen klebrig wird. Also da gab es so ein paar Tipps und Tricks, um die Kette dann in Funktion zu halten. Genau, ja, also es geht schon in Richtung Motorrad. Ja. Ganz wichtig hier auch mit Luftpumpe immer dabei, ne? Handpumpe für die Räder. Genau. Ja, mit der Kette, das ist witzig, das habe ich so auch noch nicht. Oder Riemen, ich würde es eher mal Riemen nennen, ne? Riemen. Motorisiertes Fahrrad hätten wir aber auch von DKW, das ist die vierte Firma. DKW kenne ich, ja. DKW kenne ich. Wir haben mit so Hilfsmotoren angefangen von Fahrrädern, da müssen wir rübergehen. Genau, also das ist ein Fahrradhilfsmotor von DKW und den konnte man sich auf jedes handelsübliche Fahrrad damals eben in Eigenarbeit draufschrauben. 1,5 PS. Das war so ein Bausatz quasi. Genau, Bausatz. Und bei den Außentemperaturen, die wir sie heute haben, auch eine angenehme Sitzheizung drunter. Das glaube ich, ja. Genau. Ich weiß noch, zu meinen Zeiten, wo ich noch 15 war, da gab es noch, ich weiß gar nicht mehr, welcher Hersteller das war. Das war ein Fahrrad, der hatte den Motor vorne drauf. Du konntest ganz normal Fahrrad fahren, hast das Ding runtergeklappt und dann ist er angegangen und dann hattest du auch einen Hilfsmotor. Quasi mit Frontantrieb am Fahrrad. Ach so. Ja. Ich überlege gerade, welcher Hersteller das war, aber einer von euch wird das garantiert wissen. Ich weiß, bei mir in der Straße hatte einer so ein Ding und damit sind wir immer umgeknetert. Ja, der hat Heckantrieb.
Da hier ist dann schon mit Riemen und so weiter. Genau. Cool. Das dezente Teil, was hier einfach mal drin steht. Ja, es ist ganz versteckt bei uns. Es ist der Paternoster und der hilft hier im Museum natürlich einmal die Autos auf die richtige Ebene zu bekommen. Mhm. Stimmt, wie ein Aufzug, ne? Genau, wie ein Aufzug. Und übers Jahr laufen hier jetzt im Moment 14 Prototypen drüber. Und die fangen eben an vom Zweiten Weltkrieg bis hin in die jüngere Vergangenheit. Aber da haben wir so ein bisschen, oder wollen wir ein bisschen zeigen, woher die bestimmte Designelemente kommen. Das heißt, die Autos werden immer gewechselt? Genau, einmal im Jahr kommt was Neues drauf und im Moment eben 14 Prototypen. Läuft das Ding so wie jetzt gerade dauerhaft durch oder bleibt das immer stehen? Oder wie ist das? Es hat, glaube ich, Nachtruhe, aber ansonsten tagsüber, also wenn man das Museum besucht, dann läuft es an. Genau. So, jetzt gibt es doch noch mal ein bisschen Technik hier heute vor Ort. Und zwar haben wir hier so einen ganz seltenen Motor. Und zwar, es sieht auf den ersten Blick aus wie ein V6. Ist es aber gar nicht. Das ist eigentlich nur ein Vierzylinder. Also nur die beiden hinteren Zylinder komprimieren und verbrennen eigentlich. Und die beiden vorderen Zylinder, die laufen tot mit und sind lediglich sogenannte Ladepumpen. Das heißt, durch die Kolbenbewegung saugt der Motor an und vorkomprimiert quasi einmal das Gemisch. Und in dem Moment, wenn auf den hinteren Zylindern die Überstromkanäle über den Kolben aufgehen, wird vorkomprimiert die Luft da reingedrückt. Das heißt, das ist theoretisch ein Vierzylinder mit leichter Turboladeraufladung als Zweitakter. Extrem coole Sache. Habe ich schon mal was von gehört, habe es aber live noch nie gesehen. Also hier steht ein Horch vor uns. Hier sieht man aber auch, woher die Fillinge kommen, die ja auch auf deinem Audi drauf sind. Mhm. Wusstest du es? Ich hätte jetzt nicht die einzelnen vier Firmen zusammenbekommen, aber so grob die Geschichte kannte ich schon. Genau. Nee, also da oben sieht man es ganz gut auf der Banderole. Alphabetisch geordnet Audi, DKW, Horch und Wanderer. Das waren eben die vier Firmen, die Autos produziert haben im östlichen Teil Deutschlands. Und während der Weltwirtschaftskrise wurden die dann zusammengeschlossen oder im Nachgang dazu zur Auto Union. Und Symbol für die Auto Union war eben dann diese Fillinge, die zusätzlich auf jedem Kühlergrill angebracht wurden. Also jede Firma durfte erstmal unter ihrem eigenen Namen weiterproduzieren, hat aber jetzt zusätzlich eben Auto Union mit draufgeschrieben. Okay, cool. Um diese Zugehörigkeit zu symbolisieren. In dem Fall ein 12-Zylinder, leistet 120 PS. Mhm. Was der aber zum Beispiel auch hat, ist hier so ein kleiner Scheinwerfer im Motorraum. Also man konnte sogar den Motor dann anstrahlen, wenn es sein musste. Weil scheinbar dann hier und da doch mal Flüssigkeiten gecheckt werden mussten und so, ne? Ja, durchaus. Krass. Wie ist, weil das Ding sieht ja schon impulsant aus, wie das Ding hier so steht, weil es ist ja schon jede Menge Technik dran und so weiter. Wie ist so der Wert von so einem Auto? Kann man den grob beziffern, festlegen? Ist das bei Sammlerwerten immer schwierig? Es ist insofern ein bisschen schwierig, weil gerade bei den Horch ist so, dass die nie wirklich in großer Stückzahl gebaut worden sind. Und so die Seltenheit spielt da mit rein. Und gerade bei so Autos, die dann irgendwie nur noch ein, zweimal vorhanden sind, die ein Sammler wirklich hat oder die bei uns in der Sammlung stehen, gibt es auch nicht wirklich einen Markt dafür, dass man jetzt irgendwie einen Vergleichswert hätte. Also von daher ist es ein bisschen schwierig zu taxieren, aber so seltene Horch, die sind schon immer mal wieder auch im siebenstelligen Bereich. Okay. Dann verstehe ich jetzt auch das Glas hier vor. Also das ist hier die Motorsport-Ecke von vor dem Zweiten Weltkrieg, Auto Union Typ CD, Auto Union Sturmlinie und Auto Union Typ D Rennwagen. 16-Zylinder-Motoren zweimal, einmal ein 12-Zylinder-Motor. Genau. Aber haben alle so 520 PS. Also dein B5 zum Beispiel hat immer noch mehr PS als zwei dieser Wägen zusammen. Okay, aber das ist doch ein ganz anderes Zeitalter so ungefähr. Ein anderes Zeitalter, aber von daher schon auch eine Leistung, die Leistung da rauszukitzeln. Ich glaube, 16 Zylinder sind da schon so viele Zylinder, dass wenn der läuft, du hier wirklich so hören musst, ob alle Zylinder mitlaufen. Ne? Weil ich glaube, bei 16 Zylindern, wenn da einer nicht läuft, hat man das glaube ich überhaupt nicht mehr. Das Auto hat definitiv eine riesen Geräuschkulisse. Zwillingsreifen? Zwillingsreifen, weil das Auto auf Berglinien eingesetzt worden ist. Und um eben die Kraft auf die Straße zu bekommen, hat man ein bisschen mehr Fläche gebraucht. Deswegen Zwillingsreifen hinten drauf. Und man konnte auch keine so breiten Gummireifen herstellen. Man kann sich immer so gar nicht vorstellen, dass so ein Auto, so wie es hier steht, irgendwie so Rennen gefahren ist damals. Ne? Ja. So, wenn man so die heutigen Rennautos einfach so kennt und dann sowas sieht, ist das halt einfach. Ja. Nee, die sind so zum Einsatz gekommen, kein Sicherheitsgurt drin in dem Fall auch. Und, Stimmt, jetzt wo du das sagst, Alter. Komplett ohne Gurt gefahren. Also hat schon. Hat man gar keinen Wert drauf gelegt. Ne? Die hat wahrscheinlich mit noch nicht mal einen Helm wahrscheinlich auch, genau, sondern einfach nur so eine Lederhaube mit einer Brille. Ne? Genau. Ja. Ja, und
hier hat man natürlich mal ein riesen Rad verbaut, ne? Genau, großes Rad, also da ging es ja wirklich darum, einen Geschwindigkeitsrekord aufzustellen. 1937 war es dann über 400 km/h, die das Auto gefahren ist. Mhm. Und da wurde der Fahrer auch gleich mit ins Auto eingebaut sozusagen. Er hat dann eben die Klappe drauf bekommen. Ja. Er hat zwar gesehen, aber... Ja. Krass, dass man damals schon 400 mit so einem Ding gefahren ist. Ne? Ja. Jetzt schon beeindruckend. Richtig, richtig. Da würde ich am liebsten mal wirklich unter die Haube gucken und mir mal so einen Motor angucken. Aber das müssen wir leider vertagen erstmal. Dann vertagen wir das. Aber grundsätzlich vom Konzept her, also Fahrwerk und Motor, war relativ ähnlich wie von den Berglenwagen auch. Mhm. Und Auto Union Typ D ist eben ein bisschen später gekommen zeitlich, hat einen 12-Zylinder-Motor, hat aber jetzt zum Beispiel auch zusätzliche Tanks und da oben die Luftansaugung für den Kompressor. Ah, hat einen Kompressor da drin. Genau. Okay. Aber hat eben dann eine ähnliche Leistung wie der 16-Zylinder-Motor, ja. Also auch bei 500 PS. Genau, guck mal, mit 485 PS in so einem Ding damals, die haben aber glaube ich schon richtig beschleunigt, ne? Ja. Wenn ich mir jetzt überlege, 500 PS in so einem Ding, das wird schon gut nach vorne gehen, ne? Ja, doch, die haben, also sehen wir auf den Veranstaltungen, dass sie immer noch ganz gut mitfahren, wegbeschleunigen. Krass. Also nicht, dass sie im Wettbewerb fahren, aber eben auf Demo-Runden. Ja, klar, natürlich, und da aber schon noch beschleunigen. Kriegt man, ne, so eine Idee, was sie können. Cool. Genau, dann gehen wir jetzt nach unten in die Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg. Nach dem Zweiten Weltkrieg, genau. So, eine Ebene tiefer. Eine Ebene tiefer, genau. Jetzt sind wir in der Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg und das sind jetzt die Fahrzeugmodelle, die eben in Ingolstadt gebaut worden sind oder in den Werken, die wir heute haben, also die jüngere Geschichte. Hat sich da von der Technik her extrem was getan, weil das immer so selektiert wird, davor und danach, dass das so ein großer Schnitt war, oder ist da einfach eine Zeitspanne, wo nichts passiert ist, oder woran liegt das? Also im nach dem Zweiten Weltkrieg hat man erst wieder angefangen dann als Autonion oder DKW und das war im Großen und Ganzen eigentlich schon die Technik, wie man sie vor dem Zweiten Weltkrieg auch in den Autos verwendet hat. Also da gab es keinen wahnsinnigen Sprung erstmal. So, was haben wir hier? Ja, das ist nicht ganz so chronologisch hier stehen, das Auto. Das ist die Studie zum TT Roadster. Mhm. Aber an dem sieht man, finde ich, ganz schön, dass die Serie oder das Serienfahrzeug später eigentlich ganz nah am Konzept war. Also es gibt ein paar Unterschiede, die recht deutlich sind. Hier zum Beispiel der Lufteinlass hinter den Rädern. Oder dieser dezente... Der dezente Überrollbügel. Dezente Überrollbügel mit Abstützung in der Mitte, Alter, das könnte ja direkt Rennsport sein. Genau. Also ist sowas dann in der Studie dann mit Absicht so ein bisschen krasser gebaut und man weiß im Vorfeld schon, dass es dann eigentlich so nicht kommt? Kann man sich gut vorstellen, ne? Weil das ist ja schon wirklich für... Es sieht schon extrem aus, ja. Und in der Serie gibt es ja dann... Genau, die Lufteinlässe, ja. Spiegel auch deutlich kleiner. Spiegel ist ein bisschen kleiner. Spiegel kleiner und hier, die sind natürlich auch süß, ne? Die Türgriffe sind auch unterschiedlich vom aktuellen. Das heißt, ihr habt wirklich nicht nur einfach die Serienautos hier stehen, sondern auch Autos, die einfach nicht verschwinden sollten, sondern einfach weiter ausgestellt werden. Genau, also die Autos, die hier stehen, sind aus der Sammlung der Audi Tradition. Und da gibt es eben Motorsportfahrzeuge, Serienfahrzeuge, aber eben auch Konzeptfahrzeuge, so wie den hier. Cool. Ja, das ist ja genau Markus' Baustelle da, ne? Genau. S2 Coupé. Wo kommen solche Fahrzeuge her? Sucht ihr sowas ganz normal auf dem freien Markt, wenn ihr sowas mal angeboten bekommt? Oder sind das wirklich alle Autos, die schon seit Jahrzehnten bei euch im Bestand sind? Beides. Also beides, okay. Autos, die seit Jahrzehnten bei uns im Bestand sind. Aber wir wissen natürlich auch, wo man sich heute zu Autos kaufen kann. Und manche werden uns angeboten. Also da gibt es verschiedene Quellen. Aber wir kaufen... Also ihr sucht schon aktiv auf solche Autos immer noch, ne? Wie ist das bei den Autos? Stellt ihr nur restaurierte Autos hier hin oder generell allgemeiner Zustand gut? Also, oder gibt es da irgendwelche Pflichtbedingungen, dass so ein Auto hier steht? Ja, die oder Frage, dürfen sie nicht restauriert sein? Nee, die Frage ist eigentlich ganz gut, weil wir stehen hier von dem Auto, das natürlich ganz, ganz gut in Schuss ist. Mhm. Oder sieht eigentlich aus wie neu? Ja, okay. Dann hat sich die Frage nach das ist natürlich, restauriert. Das ist natürlich ein Hardcore-Beispiel, ne? Genau. Wobei das Fahrzeug, das hier steht, ist ein Einzelstück, das nach dem Zweiten Weltkrieg aufgebaut worden ist. Der letzte Horch sozusagen, also war ein Fahrzeug für den Geschäftsführer damals und ist dann im Laufe der Zeit irgendwann in die USA gekommen und stand dann da Jahrzehnte, zum Glück in einem sehr trockenen Klima, aber auch in einem sehr heißen Klima. Und wir konnten das Auto dann ankaufen, haben es zurückkommen lassen und haben uns aber dann dazu entschieden, das eben so zu präsentieren und nicht zu restaurieren. Also es gibt beides.
Okay. Und dann sehe ich da hinten auf jeden Fall jede Menge Rennsport noch. Ja, Rennsport haben wir auch hier stehen. Wir haben hier den Dienstwagen von Harald Demuth stehen. Mhm. Den kennen wir ja auch mittlerweile aus dem ein oder anderen Video. Und hier drüben, das haben wir jetzt auch letztes Jahr erst ins Museum gestellt, ist der Audi Pikes Peak, der Audi S1. Den haben wir eben jetzt in die Dauerausstellung mit übernommen. Der war jetzt bis vor kurzem eben noch im Einsatz für verschiedene Veranstaltungen, für verschiedene Events. Und jetzt hat er erstmal wieder seinen Platz in der Dauerausstellung gefunden. Inwieweit ist das noch das Originalauto? Das ist das Originalauto, so wie es da steht. Nur halt danach ein bisschen wieder hübsch gemacht so. Nicht unbedingt. Also wenn du dir die Motorhaube anschaust, das sind... So, also auf den ersten Blick bin ich schon schlimmere Rennfahrzeuge so gewohnt. Ja, aber du siehst da eben so ein bisschen am... Ja, so, da ist auch mal so ein bisschen heiß geworden. Genau, also das lassen wir dann auch dran und dann wird nicht wieder... Nicht wieder lackiert. Genau, weil es ist einfach das Originalauto und gehört dann dazu. So ein Original Pikes Peak Auto ist ja eigentlich wahrscheinlich im Wert unbezifferbar eigentlich, ne? Ja. So, weil da gibt es doch bestimmt Sammler für, die für so ein Auto exorbitante Summen ausgeben würden. Das kann sein, ja. Es gibt doch garantiert viele Leute, die 5-Zylinder-Fan sind, die garantiert öfter mal herkommen, weil sie sich irgendwas angucken wollen, könnte ich mir vorstellen. Ne? Ja. Weil es gibt ja schon viele Leute, die diese Autos nachbauen, so, und die halt doch nochmal ganz genau gucken wollen, wie tief war die Sonze eigentlich im Dach so ungefähr. Ja. Ne? Ja. Und dann hier mit dem Zollstock stehen und nochmal kurz ausmessen. Doch, das gibt's, also haben wir schon immer mal wieder und das bestimmt, sind auch ganz offizielle Anfragen. Nicht unbedingt nur Motorsportfahrzeuge, sondern auch Serienfahrzeuge, die vom Zweiten Weltkrieg, wenn es da an eine Restauration geht, die wollen dann bei uns immer Maß nehmen oder halt irgendwie sich die Originalfarbpaletten anschauen, welche Farben es damals gab. So. Am liebsten würde ich jetzt natürlich das Auto sofort technisch auseinandernehmen und ein bisschen gucken und so, aber das würde den Rahmen sprengen, das machen wir lieber gesondert dann. Ne? Ja. Weil sonst kommen wir jetzt hier vom 100. ins 1000. und das wird intensiv. Weil ich sehe tausende Sachen, die ich am liebsten direkt kommentieren würde, aber das machen wir nächstes Mal. Ja, das ist doch so das typische Auto, wie man am liebsten die Fahnenwalde hoch und runter gefahren wäre damals. Genau, der Audi Imsa GTO. Schon krass breit das Ding so, ne? Also das einzige Serienelement, das da genommen worden ist das Dach. Und der Rest der Karosserie ist eigentlich... Von solchen Autos habt ihr auch nur einen einzigen? Oder gibt es da noch ein Double von und noch ein Double und so weiter? Imsa GTO haben wir 3 Stück. 3 Stück, okay. Ja, genau, also einer steht hier im Museum und 2 bei uns in der Sammlung. Und das ist auch das Originalauto aus der Rennserie damals? Genau, das sind insgesamt gab es 5 Fahrzeuge, soweit ich weiß. Und 3 davon haben eben wir. Gute Belüftung. Ja. 720 PS. 5-Zylinder Motor. Das war für damals schon eine Nummer, ne? Das war auf jeden Fall eine Nummer und hatte dann auch aus dem Stand eine Rennserie gewonnen. Also hat gut Eindruck hinterlassen. War der damals komplett ohne Scheiben? Mhm. Das ist mir nie aufgefallen. War offen. So während der Fahrt sieht man irgendwann gar nicht. Krass. Motorsport-Saison 2016. Ja, ist auch gut laut. Also es ist ein Auto, das von uns ja immer wieder auch auf Veranstaltungen eingesetzt wird. Und zum Anstarten oder Abstarten, also es dröhnt schon ganz gut. Eine technische Sache muss ich jetzt einfach mal zeigen. Guck dir mal bitte dieses XXL Motorsteuergerät von Bosch an. So, erinnerst dich an das, was wir bei Marius neulich noch eingebaut haben, ne? Und hier, Alter, ist das ja ein halber Computer. Da wäre bei Marius gar kein Platz. Nee. Dann brauchst du schon einen Beifahrersitz, muss ich schon ausbauen. Ja. Krass. Wie ist das bei sowas angenommen? Hier würde jetzt doch morgen mal was passieren und es geht der Drehzahlmesser nicht oder wie auch immer. Habt ihr für sowas dann auch noch Teile? Zusätzlich? Das wird dann schon schwierig. Oder fängt man dann an, Teile zu suchen dafür? Auch das ist, also kann man nicht so eindeutig beantworten, weil auf der einen Seite gibt es natürlich Teile, die man noch auf Vorrat hat, weil gerade bei den Motorsportfahrzeugen, die bringen immer auch so einen gewissen Bestand an Ersatzteilen mit, LKW um die auf der Straße eben oder auf der Rennstrecke zu halten. Und bei anderen Sachen, die vielleicht unerwartet kaputt gehen, da muss man sich ja dann behelfen. Aus dem Jahr 1991 von Frank Bieler, Audi V8 und waren dann eben die DTM-Zeiten, wo wir mit dem Quattro ganz gut mitgefahren sind. Auf jeden Fall schon mal wieder spektakulär, weil die Antennen von damals noch so, ne? Ja. Dezent. Also was bei dem V8 immer ganz nett ist, wenn man halt in den Innenraum schaut, da hat halt immer das Seriencockpit drin, hat auch die Türseitenverkleidungen noch dran, Wurzelholzeinlagen, also das ist... Noch ein bisschen serienbelassener. Genau. Ne? Und für ein Rennfahrzeug war das natürlich schon eine ziemliche Limousine auch.
Und für einen DTM-Fahrzeug, ne? Ja. Was ja schon eine große Klasse damals war, ne? Ja, genau. Und der war auch in der DTM erfolgreich, ne? Der war in der DTM erfolgreich, ja. Weiß ich auf jeden Fall, wo der Begriff DTM Endrohre herkommt, weil das war ja tatsächlich damals so, ne? Ich weiß noch zu den Zeiten, wo ich mit Tuning angefangen habe, da gab es tatsächlich diese Endtöpfe mit DTM-Optik, so mit den Rohren so raus, und es war tatsächlich damals in der DTM so, ne? Ja. Krass. Ja, dann konntest du das für dich hier klären. schon mal eine erste Sache. Wenn ich mir einen aussuchen dürfte aus dem Museum Mobile, dann wäre es der Audi Quattro Concept, der meins wäre. Ist reines Konzeptauto. Reines Konzeptauto, genau. Finde ich, sieht ein bisschen aus so, auch im Ansatz so ein bisschen A5-mäßig, so mit diesem leicht geschwungenen Seitenteil und so. Ne? Genau. Hat aber nichts mit dem A5 eigentlich zu tun. Also das Konzept an sich nicht. Was war das Konzept dahinter? Wie man den Quattro sich da zu der Zeit dann hätte vorstellen können. Also eine Neuinterpretation. Also war wirklich eine Neuinterpretation von dem Quattro. Genau. Sieht auf jeden Fall cool aus. Genau. Aber wir gucken uns lieber mal die Originale an. Die Original. Ein Ur-Ur-Quattro sozusagen mit den Doppelscheinwerfern vorne. Mhm. Und der heißt aber wirklich Ur-Ur-Quattro? Nee, heißt einfach nur, dass es einer der ersten Ur-Quattros also ist. Es gab beim Ur-Quattro gab es ja einen Facelift dazwischen, und dann hat er eben diese großen Frontscheinwerfer bekommen. Und also ursprünglich kam der Ur-Quattro mit Doppelscheinwerfern auf den Markt. Mhm. Aber eigentlich auch witzig, dass man so ein Auto damals schon Ur-Quattro genannt hat, so, ne? Ach so, nee, der Name von dem Auto war Audi Quattro. War Quattro, okay. Genau. Man nennt ihn nur immer nur Quattro. Später hat man ihn dann einfach in Urquattro umgetauft. Aber damals wusste man noch nicht, was der dann eben für einen Weg hinlegen wird. Und war ursprünglich auch angedacht als Kleinserie nur. Aber konnte sich dann doch als Technologie ganz gut etablieren, und Quattro gibt es ja mittlerweile auf jedem Audi-Modell. War das auch der erste Quattro von Audi? Ja. War wirklich allererste Quattro, genau, den Audi so ausgeliefert hat? Genau. Also der erste Allradantrieb, weil bis dahin gab es halt Allradantriebe vor allem auf Geländewägen mit einer gleichmäßigen Kraftverteilung, und Audi hat es halt zum ersten Mal geschafft, diese Kraftverteilung zwischen den Achsen so zu verteilen, dass sie halt auch für einen Personenwagen vernünftig fahrbar wird. Dann passt jetzt natürlich auch wieder der Name Ur-Quattro perfekt, ne? Genau, genau. Und ja klar, das kennt man natürlich im Sport-Quattro, ne? Genau, Sport-Quattro. Was ich aber immer gleich extrem witzig finde, ist, also was immer wieder witzig aussieht, wie kurz dieser Radstand einfach ist, ne? Ja. So gegenüber dem und dem ist das schon immer wieder witzig, hier so was hier fehlt. Auch so, da würde René doch am liebsten hinten drin einmal Platz nehmen, weil da ist halt, da sieht man halt einfach das Stück, was fehlt, ne? Weil Beinfreiheit ist ja nicht. Dass man überhaupt die Bank liegen lassen hat, ne? Aber das wird so wie bei den alten Porsches gewesen sein, so als Notsitzbank, ne? Notsitz bestimmt, ja. Aber ich weiß nicht, ob der wirklich dann, also für einen Familienurlaub hätte man wahrscheinlich ein anderes Auto dann genommen. Ja. Da gab es ja auch nicht viele von, ne? Ne, 214 Stück insgesamt. Mhm. Und gab es in vier Farben, Rot, Weiß, Blau und Grün. Mhm. Und es gab zwei schwarze. Und wir haben für uns als Audi-Tradition alle Farben außer Schwarz. Das heißt, wenn unter euch einer von zweien ist, könnt ihr euch ja gerne hier melden. Genau. Es wird noch ein schwarzer Sportquattro gesucht. Aber das wird wahrscheinlich ein Ding der Unmöglichkeit sein, ne? Von zwei Autos weiß man, wo die sind. Ja. Gibt es auch beide noch? Mhm. Weil ich könnte mir ja schon vorstellen, dass das ja schon damals ein beliebtes Heizerauto war, ne? Also klar, nicht alle, aber ich glaube schon, dass ein paar Leute sich damals sowas gekauft haben, um halt schon noch schnell mit durch die Gegend zu fahren, ne? Ja, das kann sein, aber es war natürlich auch sehr, sehr teuer, das Auto damals schon. Also es war jetzt kein erschwingliches Auto, sondern... Mhm. Was hat so ein Auto damals gekostet? 203.000 D-Mark. 203.000 D-Mark, okay. Genau, also es war so Mitte der 80er, Anfang der 80er Jahre, war es schon eine Hausnummer. Das war, da hat man damals schon wahrscheinlich, man hat auf jeden Fall ein Einfamilienhaus kaufen können für das Geld, ne? Bestimmt. Krass. Ja, aber hat auch über 300 PS bekommen und... Krass, tatsächlich damals schon. Genau, war halt ein sogenanntes Homologationsfahrzeug. Ne? Also man musste eine gewisse Stückzahl gebaut haben an dem Auto, damit man damit an den Rallyes teilnehmen durfte. Mhm. Und dessen hat man eben mit den 214 Stück dann erfüllt. Mhm. Auch immer noch, was ich immer cool finde, also was irgendwie heute, finde ich, nicht mehr so stark gibt, wo du sagst Rallye, das ist damals so ein Reiz, weil diese Rallyes mitzufahren. Mhm. So, das war damals auch irgendwie viel größeres Thema als heute. Ja. So, ich finde, heute ist dieser Rallye-Sport irgendwie nicht mehr so populär. Der wird zwar genauso noch betrieben, aber damit man extra so ein Auto und so weiter baut und so weiter, ne? Ja.
Ich glaube halt, es ist, also wenn man die Originalfahraufnahmen von damals sieht, wo die dann wirklich eben auch da ganz enge Strecken gefahren sind und das Publikum ist halt so im letzten Moment auf die Seite gesprungen. Ja. Ich glaube auch nochmal eine andere Faszination als heute, wo man ja doch ein bisschen mehr Abstand hat. Weil ich glaube auch, dass viele Leute, die damals zugeguckt haben, sich da selber so ein bisschen reinversetzen konnten, weil die vielleicht selber mit ihrem alten Audi auch mal so ein bisschen übers Feld geballert sind und so weiter. Ne? Ja. Das glaube ich schon. Ja, also ihr habt jede Farbe bis auf Schwarz. Genau. Wobei ich persönlich Rot schon am coolsten finde. Ja, ist. Welche Farbe gab es am meisten? Rot. Rot, okay. Ja, genau. Das war so die am meisten verwendete Farbe. Auch hier wieder, weil ich habe gerade schon wieder diese Kunststoffseitenteile da so ein bisschen erspäht. Da könnte man jetzt natürlich auch ins Detail gehen, aber ich würde sagen, wir beenden das Ganze jetzt hier erstmal. Ich denke, wir haben auf jeden Fall schon mal ein paar interessante Sachen gezeigt für die Leute, die noch nicht hier waren. Alle anderen, die das jetzt sehen, werden bestimmt mal vorbeikommen wollen. Sehr gerne. Danke für die schnelle Führung. Kein Problem. Danke für den Besuch. Und das nächste Mal kommst du dann gerne mit deinem B5, den würden wir auch mal gerne unter die Lupe nehmen. Das hatte ich schon immer wirklich mal einmal vor, mit dem Auto hierher zu kommen. Müssen wir wirklich irgendwann mal machen. Genau. Aber wir haben jetzt noch ein paar weitere Sachen geplant, die werden wir jetzt auch angehen, deswegen waren wir hier. Wir schnappen uns jetzt wieder unseren übermotorisierten Bus, würde ich sagen, und ballern wieder zurück zu TTE. Da müssen wir nämlich noch ein paar Turbos abholen. Ja, okay, dann vielen Dank, Simon. Dann, danke, mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, ciao. Wir können leider doch noch kein Ende machen. Ihr habt euch nämlich mal wieder einen Porn gewünscht und René freut sich da mächtig drauf, nochmal kurz einen Porn zu machen. Ja. Tatsache. Ich dachte jetzt irgendwie, wir haben keine Zeit oder so. Deswegen kriegt ihr jetzt nochmal einen geilen Porn. Oh!